Und wenn wir vor laufender Kamera und mit anderer Frisur sagen, dass wir das Sendungskonzept gar nicht absichtlich plagiiert haben, dürfen wir dann unseren Titel behalten? Tja, die Schwaben wissen einfach, wie es geht. Ganz Europa hat Angst, dass der Euro absackt. Also beschließt das Ländle ganz konservativ in Immobilien zu investieren. Und wenn es nur irgendeine dahergelaufene Bahnhofsimmobilie ist. Ganz getreu dem Motto, mir gebet nix, da vergrabet mir den Zaster lieber. Dabei ist im ganzen Land schon ein gewaltiger Linksruck zu spüren. Ja, der Schröder musste ja jetzt sogar auf dem Parteitag der SPD die Sozialdemokraten davor warnen, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Das ist doch Wahnsinn! Und dann gibt es auch noch diese Piraten, die plötzlich überall aus dem Internet auftauchen und... Sag mal, was soll das denn jetzt? Ich habe die Sendung immer alleine moderiert und das soll auch so bleiben. Hier, komm, geh nach Stuttgart in die City. Da wird gerade eine Grube ausgegraben mit ganz viel Grundwasser. Super für Piraten, wirklich. Geht doch. Wer sich schon einmal anschauen will, wie sich's dann womöglich bald im Stuttgarter Untergrund flanieren lässt, der kann dazu zum Beispiel das Programm Sweet Home 3D benutzen, mit dem sich Kinderzimmer und Bahnhöfe gleichermaßen einrichten und dann dreidimensional begehen lassen. Ich meine, heutzutage sind solche 3D-Grafiken ein absolut legitimes Mittel, um zum Beispiel ansonsten langweilige Sendungen aufzupeppen. Wie man ein solches Aufpeppen auf die Spitze treibt, kann man sich in diesem britischen Beispiel anschauen, das den World's Most Generic News Report zeigt. Hier wird mit einfachen Mitteln völlig belangloser Inhalt zu einer Nachrichtensendung zusammengestellt, deren Elemente man auch hier in Deutschland sofort wiedererkennt. Mal ehrlich, wenn man nicht so genau hinhört, dann könnte das sogar eine aktuelle Reportage sein, oder? Die würde dann vermutlich auch über die Occupy-Bewegung berichten. Da versammeln sich große Haufen Menschen, ursprünglich an der Wall Street, die zwar alle einen Grund, aber keine Forderungen oder Ideen haben. Vielleicht hätten die alle schon vor Jahrzehnten mal diesen Calvin und Hobbes Comic lesen sollen, der schon damals ziemlich genau erklärt hat, wie das mit den Finanzmärkten so funktioniert und worin genau vielleicht der Wurm stecken könnte. Tja, die Zeiten ändern sich ja doch irgendwie nicht. Obwohl, in den letzten 100 Jahren stark verändert, hat sich Kleidungs- und Tanzstil der Bevölkerung. Und wie könnte man sowas unterhaltender darstellen, als in einem Video, das im Schnelldurchlauf nochmal alle wichtigen Epochen durchlebt? Wesentlich unterhaltsamer als der Geschichtsunterricht, an den ich mich so erinnere. An dieser Stelle nochmal ein Aufruf an den Rest der Ehrensenf-Fangemeinde. Probiert euch doch auch mal an einem Ehrensenf-Plagiat. Wie man gut schreiben kann, wird im Internet ja an verschiedenster Stelle erklärt. Hier zum Beispiel mal eine Liste von Dingen, die man auf keinen Fall machen sollte, jeweils mit Beispiel. Und noch viel reichhaltiger sprudelt das Internet über mit Erklärungen, Blogs, Tipps und Shows für das anschließende Filmen der Sendung. Hier sei allen die Show Film Riot ans Herz gelegt, wo Filmtechniken und Spezialeffekte zweimal die Woche mit viel Fachwissen und noch mehr Humor anhand kurzer Sketche erklärt werden. Oder man kann, wenn man Filme dann doch lieber ansieht als macht, auf die Film-News-Show des gleichen Teams ausweichen. All diese tollen Tipps gar nicht mehr nötig, haben die Jungs, die diesen nächsten Stop-Motion-Film erstellt haben. Hier kann man sich mal anschauen, wie das aussieht, wenn die städteweise aus dem Boden sprießenden CSI-Serien endlich Legoland erreichen. Wer das Original jemals gesehen hat, wird hieran seine Freude haben. So, das war's auch schon wieder von uns. An alle Ehrensenf-Fans da draußen, durchhalten, selber was machen. Nehmt euch ein Beispiel an uns Stuttgartern. Also, nicht in jeglicher Hinsicht. Ihr versteht schon. Das war Ehrensenf, ich bin Frank und tschüss. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Stadthalle in Böblingen. Nicht mit Wetten, das, sondern mit Ehrensenf. Ja. Tja, viel Hall hier, viel Hall.